Der finale Kampf steht uns jetzt hier bevor. Gegen Bowser. Wir haben Bowsers Traum abgeschlossen im letzten Part. Und jetzt geht es hier weiter. Ich freue mich drauf, was jetzt hier auf uns zukommt. Naja, los geht's. Machen wir mal los hier. Mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ein Brett wird jetzt nicht nochmal kommen, denke ich. Weil irgendwie noch ein Kampf gegen ihn. Hallo. Na bravo, Luigi. Aber der letzte Kampf steht dir erst noch bevor. Doch noch ein Brett? Was willst du weitermachen? Was willst du tun? Weitermachen, natürlich. Darauf habe ich nur gewartet, Luigi. Der letzte Kampf. Okay, was wird das jetzt? Wird das wieder so wie in Mario Party 4? Das Finale? Das war ja auch verdammt cool. Das ist nochmal was anderes. Willkommen in meiner Arena des Grauens. Mal sehen, ob dir meine Spielsachen gefallen. Ui. Wow, leck. Start. Was muss ich machen? Durchhalten. Die können Feuer machen? Und ich habe eine bestimmte Anzahl an Leben. Ich kann die auch ein bisschen kaputt machen. Und ich muss halt eine Minute durchhalten. Ja, die kaputt zu machen ist gar nicht mal so verkehrt. Und dadurch ist halt weniger los hier auf dem Spielfeld. Hab aktuell noch alle Leben. Ja, aktuell ist es doch sehr easy geworden. Am Anfang dachte ich, oh, okay. Aber ich kann ja auch gegen die dagegen laufen. Also das ist auch das Ding. Und vielleicht muss ich auch einfach alle kaputt machen. Innerhalb der Zeitvorgabe. Ich weiß es nicht. Machen wir einfach mal. Tschüss. Ich glaube, das war so das Ziel. Na gut, aber ich habe noch mehr auf Lager. Magst du eigentlich Feuerringe? Oh, jetzt muss ich hier ausweichen. Okay. Immer zum großen Kreis, so wie sehen. Nein, jetzt habe ich mich einmal treffen lassen. Ist nicht so schlimm. Hier schön mal jetzt kurz außen bleiben. Nein! Boah. Die Perspektive ist dann doch ein bisschen doof. Jetzt hier mal drinnen bleiben. Wow! Okay. Ach du Heilige! Natürlich macht er den einfach so schnell! Ja, ich habe nochmal ein Leben verloren. Schade. Wie viel Leben habe ich noch? 6. Das reicht! Jetzt komme ich selbst! Oh. Jetzt zeige ich dir, was ein Hakel ist, du Wicht. Könnte die letzte Phase sein. Okay. Die Frage ist, was muss ich hier machen? Ihn am Schwanz packen? Wie in Super Mario 64? Könnte tatsächlich möglich sein. Oder müssen die Bodenplatten irgendwie zerstört werden? Weil er hat jetzt schon zwei angerissen. Könnte möglich sein, wenn er nochmal drauf springt. Dass die dann komplett kaputt gehen. Das heißt, spring mal zu mir, spring mal zu mir. Aber muss ich aber auch abhauen. Ja komm, das ist doch jetzt im Meer kaputt gegangen. Spring nochmal. Nein, oh, er hat mich angetatscht. Frech erwischt. Ja, macht jetzt ein Feuer. Boah, verbrenn mir bitte nicht den Hintern. Spring mal, spring nochmal. Sehr gut, ich habe mal jetzt diese Bodenplatte ausgewählt, dann habe ich schon mal zwei Stück, auf die ich gehen kann. Ja, okay, da hinten. Komm, jetzt spring zu mir, spring zu mir, spring zu mir. Nein, der macht Feuer, der macht Feuer. Eine Zeitvorgabe haben wir ja eh nicht, daher alles gut. Ah, der wird mich gleich antatschen. Komm jetzt zu mir, zu mir. Nee, macht er nicht. Jetzt aber. Nein, er rammt mich. Leider nicht ganz so berechenbar, dieser Bowser. Ah, jetzt macht er wieder Rammangriff. Vielleicht sollte ich nicht so risikoreich spielen. Vielleicht ein bisschen auf Glück hoffen, dass er mal zufällig richtig springt.
Komm, er springt. Nicht. Okay, schade. Jetzt ist er auf diese Bodenplatte gegangen. Mann! Feuer, okay, das ist in Ordnung. Springt zu mir. Er ist mir ein bisschen zu nah. Jetzt kann er aber springen. Nein, er... Doch! Jetzt! Jetzt! Das war tatsächlich die Lösung. Was passiert jetzt? Wie cool das überhaupt auch aussieht. Oh. Drei Herzen habe ich noch und es geht noch weiter. Was willst du hier, du Wurm? Aber freu dich nicht so früh. Das wird dein Schicksal besiegen. Was ist das? Energy Drink? So in der Art. Ich habe noch drei Leben nur noch. Hätte ich gewusst, dass doch noch eine Phase kommt? Was? Dann hätte ich vielleicht... Warum? Wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger gewesen. Aber denk bloß nicht, du hättest eine Chance. Ach, eine Chance habe ich und mehr brauche ich auch nicht. Ja, vielleicht zwei. Ja. Mal gucken. Okay. Wow. Da bleiben auch welche Felsbrocken dann liegen. Kann ich die nehmen? Ja, die kann ich tatsächlich nehmen. Nur was mache ich mit denen? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Vielleicht soll ich auch erstmal abwarten. Aber ich kann diese Felsbrocken tatsächlich nehmen, also... Ja. Wie soll ich den bitte ausweichen? Krass. Das ist nicht leicht. Und jetzt das Ganze nochmal von vorn? Oder wie ist das? Ich glaube fast ja. Dann werde ich aber die ersten, mindestens die ersten zwei Phasen rausschneiden, weil die waren ja in Ordnung. Nur falls die Highlights reinschneiden, gucken wir mal. Ja, okay. Okay, wir machen mal diese Phase trotzdem mal zusammen, weil das war somit die schwerste, wo ich halt auch viele Leben verloren habe. Und da fängt es jetzt schon an. Das war somit das schwer. Was soll ich denn da bitte schön machen? Okay, sehr gut. Wieder zurück. Ah, Mann! Ach, das ist nicht wahr. Jetzt wieder nur noch 6 Leben. Okay, ich habe noch 5 Herzen. Das passt. Das passt erstmal. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Vielleicht muss ich einen aufheben und in der Hand halten. Als Abwehr gegen die Feuerstrahlen, so gesehen. Ja, auch nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Dann laufe ich erstmal herum. Ich lauf. Oh je, einfach herum. Dann gucken wir mal, wie ich diese Feuerstrahlen ausweichen kann. Und warum kann ich die aufheben? Okay, an der Seite zu sein ist dann vielleicht nicht verkehrt. Kann ich dann aufheben? Aber selbst dann kann ich nicht so viel damit machen. Ich verstehe es nur nicht. Das ist das Problem. Oh, das war knapp. Warte, ich sehe an seinem Kopf, wohin er zielt. Hä? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn ich es jetzt demnächst nicht kapiere, dann werde ich zumindest erstmal einen Cut setzen und gucken, dass ich euch den Moment, wo ich es kapiere, dann reinschneide oder irgendwie so. Keine Ahnung. So, die Dinger sind wieder weg. Jetzt fängt es wieder von vorn an. Da mache ich irgendwas falsch. Ich muss mit diesen Dingern irgendwas machen. Und in welcher Phase muss ich was machen? Wenn die jetzt noch so Steinbrocken sind? Wahrscheinlich nicht. Ich muss ihn ja irgendwie Leben abziehen. Vielleicht... Ja, warte mal. Vielleicht muss ich einen nehmen dann. Und dann springen. Damit, dass die erhalten bleiben.
Ich weiß es zwar nicht, aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Hier ab in die Ecke. So, jetzt nehme ich mir ein. So, jetzt hat das überlebt. Aber selbst das hat mir jetzt nichts gebracht. Nee, keine Ahnung. So, jetzt mit euch nochmal diese Phase, weil die halt wirklich die schwerste ist. So, zack, hier rein. Ach, guck mal, gleich falsch gesprungen. Gleich falsch gesprungen. Geh ich jetzt hier. Ja, Mann! So. Wunderbar. Wunderbar. Was passiert jetzt so? Hier im Kreis drinnen bleiben. Einfach im Kreis drinnen bleiben. Möchte mit mehr als 6 Leben jetzt hier rauskommen. Ah, Mann! Wieder nur 6 Leben. Okay. Beide von uns haben jetzt 5 Leben. Es muss irgendwas natürlich mit den Dingern zu tun haben. Ich werde jetzt gucken, dass ich die irgendwie werfen kann. Auf ihn drauf werfen kann, aber... Was davon? Diese Kugeln hier. Kann ich doch nicht auf ihn richtig drauf werfen. Da geht nicht. Ich hab doch A gedrückt. Aber der hat irgendwie gerade aus Versehen die Kugel genommen. Keine Ahnung. Ich hab's nicht ganz so mitbekommen. So, guck mich an. So, ich hau ab. So, das nehme ich jetzt. Das nehme ich jetzt. Mach das Ding hier meinetwegen. Und jetzt stelle ich mich hier vorne und da. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ich weiß es nicht, was ich hier machen soll. Wenn ich jetzt hier das hier verliere, dann muss ich im Internet nachgucken. Tut mir leid, aber dann muss ich im Internet nachgucken, was ich hier machen muss. Ich weiß es halt einfach nicht. Auch diese Kugel hier hinschmeißen bringt auch nichts. Auf die Pfoten drauf halt auch nicht. Ich weiß es nicht, was ich hier machen soll. Und wenn ich Pause drücke, springen, werfen. Wird auch keine Erklärung angezeigt. Das ist halt auch noch das Problem. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier sonst machen soll. Ja, ich muss halt irgendwas probieren. Hier auf die Pfoten drauf? Nee. Ist dann auch vorbei. Nur andere Möglichkeiten fallen mir halt einfach gar nicht ein. Daher spielen wir das jetzt hier ruhig zu Ende. Sobald ich sterbe, gucke ich im Internet nach. Dann sage ich euch Bescheid, sobald ich wieder hier bin. So, kurz auf die andere Seite wegen Feuer. Warum werden die dann so? Es muss da irgendwie was zu bedeuten haben. Ich verstehe einfach nicht was. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt einfach mal nach. Es ist so banal. Es ist so banal. Wisst ihr, was ich falsch gemacht habe? Ihr werdet es gleich sehen. Ihr werdet es gleich sehen. Es hat tatsächlich mit diesen Dingern zu tun. Tatsächlich. Komm, nimm das doch jetzt hier. Danke. Nur, ich habe den Fehler gemacht, ich bin nicht vorher gesprungen. Man muss vorher springen! Und das muss... Ja, gut. Ich dachte, ein normaler Wurf reicht aus. Sprungwurf... Ah, okay, hätte man sich natürlich auch irgendwo denken können, aber dennoch. Ja. Ui, pass auf. Aber wenigstens können wir es jetzt so schaffen. Also, es ist ja schon mal etwas. So, zack. Hier hin und bam. Hit Nummer 2. Gar nicht mal schwer, sobald man es herausgefunden hat. Aber an Springen habe ich halt kein bisschen gedacht. Springen und dann zu werfen. Daran habe ich kein bisschen gedacht. So, nimm mal das hier. Dann können wir es so vielleicht dieses Mal schaffen. Ich habe mich jetzt trotzdem treffen lassen. Falsches Timing, aber dennoch ist es gar nicht mal so schwer. Boah, das war trotzdem auch ein bisschen knapp. So, hier, zack, genau. Dann kannst du nämlich den da vorne nämlich andingsen. Aktivieren, wie auch immer. So. Bam. Und dann, hier, Hit Nummer 3. Jeder hat noch 2 Herzen.
Was ja gar nicht mal so verkehrt ist. So. Hier, so, dann solltest du den da auf jeden Fall aktivieren können. Ja. So, nehmen wir das. Wunderbar. Und nur noch ein einziges Herz. Ich habe noch zwei. Sehr schön. Dann das aktivierst du da vorne mal. Ja, wunderbar. Kann ich... Ah, ich dachte, ich kann mir das gleich nehmen. Komm, steh auf, Luigi. Dankeschön. Und bam! Haben wir dich. Okay. Haben wir wenigstens das geschafft. War ein sehr, sehr cooler Bosskampf, muss ich sagen. Der in Mario Party 4, wenn ich mich richtig erinnere, war zwar umfangreicher, schwieriger, aber ganz ehrlich, ich finde das so in Ordnung, wie es hier ist. Es ist Daumen hoch, finde ich. War cool, war sehr, sehr cool. Das war sehr, sehr cool. Ah, verflucht, ich habe verloren. Aber trotzdem hat sich mein Traum erfüllt. Hahaha, willst du wissen, was mein Traum war? Also, ich wollte immer nur einen würdigen Gegner finden. Und so hat sich mein Traum erfüllt. Den Kampf habe ich zwar verloren, aber triumphiere ich trotzdem. Das ist positives Denken. Ich bin der Größte. Also dann, Luigi, wir sehen uns wieder. Oh, das ist mal eine gute Einstellung, Bowser, tatsächlich. Tatsächlich ist das mal eine gute Einstellung. Sehr, sehr cool. Und mein Traum hat sich auch erfüllt, Luigi. Immerhin konnte ich dich unterstützen. Ich hatte immer geträumt, mit dir zusammen zu kämpfen, Luigi. Schön, dass sich dein Traum erfüllt hat, kleiner Toad. Jaha. Träume werden wahr. Und vielleicht wird auch mein Traum noch wahr, dass euch dieser Part dann gefallen hat. Mal gucken. Luigi, wirklich, wir sind jetzt sehr dankbar. Dank deiner Hilfe konnten alle Träume beschützt werden. Jetzt kann jeder auf der Welt wieder in Ruhe und Frieden träumen. Oh, endlich. Endlich. Die schönsten Träume finden sich in Insomnien wieder ein. Aber ich werde weiter die vielen Träume beschützen. Und hoffen, dass der eine oder andere in Erfüllung geht. Ja. Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir wahrscheinlich noch die Credits. Obwohl wir noch nicht so viel vom Spiel gesehen haben. Ja. Bisher macht das Spiel aber sehr, sehr viel Spaß. Aber hier jetzt in den Credits über ein Party zu reden, kann ich noch nicht. Weil ich weiß nicht, einerseits welche Charaktere spielbar sind. Andererseits, die ganzen Bretter haben wir ja auch noch nicht gespielt. Also, da ja den Party, der Party-Modus fehlt noch. Das machen wir im nächsten Part. Und mal gucken, was es dann noch extra gibt. Bedeutet, Credits werden wir jetzt hier überspringen. Kann ich jetzt nicht. Aber ist nicht so schlimm, dann mache ich einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder zur Abmoderation. Credits werde ich nachreichen am Ende des Let's Plays. Okay, die Credits sind jetzt zu Ende. Hat eine ganze Weile tatsächlich gedauert. Und ja, das war's mit dem Story-Modus. Im nächsten Part geht's mit dem Party-Modus los, worauf ich mich schon sehr, sehr dolle freue. Wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Von daher vielen Dank fürs Einschalten. Und wie gesagt, hoffentlich wird mein Traum wahr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Bis dahin, euch schon einen schönen Tag. Und tschüss.